Nina. Lotta. Da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge des grandiosen Podcasts Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hallo. Name ist Nina und das andere hier mir gegenüber das. Sitzende Geschöpf ist Lotta. Hallo. Hallo. Wir machen diesen Podcast hier, um euch da draußen etwas von unserer unfassbaren Gabe der Unterhaltsamkeit abgeben zu können. Wir möchten, dass ihr diesen Podcast hört und diese ganzen unfassbar lustigen Dinge, die wir hier erzählen, die müsst ihr aufsaugen wie ein Schwamm und später in Gesprächen ausdrücken. Mhm. Da müsst ihr richtig euch was aus der Wirbelsäule rausdrücken, mhm. die lustigen Geschichten, die wir euch erzählen. Mhm. Und dann werdet ihr in Situationen, in denen ihr früher nicht wusstet, was ihr sagen sollt, die werden nie wieder kommen, beziehungsweise werdet ihr die gekonnt in eine coole Situation umdrehen können mhm. und ihr werdet einfach unfassbar beliebt sein. Das als Kurzerklärung. Ihr dürft alles, was ihr hier hört, euch merken und später als eure eigene Erfahrung, eure eigene Geschichte könnt ihr das ausgeben. Mhm. Ihr dürft auch mitschreiben, mhm. ihr dürft die Sätze auswendig lernen, ja. ihr dürft uns komplett kopieren. Das ist einfach erlaubt. Viel Spaß. Genau. Und Menschen, die diesen Podcast öfters hören, die werden sich jetzt wundern, warum wir heute so ausgeglichen wirken und warum wir so gedämpft sprechen. Hater würden sagen, wir reden sehr laut, natürlicherweise. Wir haben auch letztens darüber geredet, die Nina hatte mal ein Problem mit den Stimmbändern. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir schonen heute mal die Stimme und es ist heute mal wieder eine Special-Folge. Diese Folge wird on the road produziert, aber leider nicht, wie wir das sonst manchmal gemacht haben, in dem geilen akustischen Raum eines Autos, sondern, nein, Nina, wo sind wir hier gelandet? Wir sind in Oldenburg. Nee. Wir sind in Oberhausen. Echt, ja? In Oberhausen. Mann, ey, ich verwechsel immer. Ich war auch die ganze Zeit, ich war auf der Bühne. Das klingt wie ein Schwimmbad. Warte, ganz kurz, wir weitererzählen, aber ganz kurz. In Wiesbaden dachte ich die ganze Zeit, sag nicht Würzburg. Ja. Sag nicht Würzburg auf der Bühne. Komm, bitte, Nina, raff dich, Alter. Ja. Und so, hey, yo, Wiesbaden, was geht ab? Weil ich die ganze Zeit immer so die Anfänge, weißt du? Selber schuld, die fangen selber beide also, mit W an. Wir sind in Oberhausen, wir sind auf Tour mit Kummer. Mhm. Mit einem richtig krassen Rapper. Und auf jeden Fall sind wir auf Tour und sind jetzt hier in der Turbinenhalle, in der Konzertlocation und haben gefragt, ob es vielleicht einen Raum gibt. Und dann wollten wir für den Raum zum Podcast aufnehmen. Ein Studio. Wir haben eigentlich nach einem Studio gefragt. Ne? Und dann wurden wir hier unten immer weiter tiefer in die Katakomben dieser Halle geführt, immer noch mehr Stockwerke nach unten. Wir sind circa 40 Meter unter der Erde. Wir sind in einem Meetingraum und der ist komplett leer und deswegen hört ihr ja, wie es hier klingt. Es tut. Aber das Ding ist, ne? Also erstmal, wir müssen den machen, sonst können wir keinen Content liefern. Das möchte ich kurz sagen, weil ich selber, ich kenne mich, ich bin eine übelst kritische Podcast-Hörerin und wenn mir der Sound nicht gefällt, dann schalte ich direkt ab. Es gab mal einen Podcast, den wollte ich anfangen zu hören und ich fange dann immer bei Folge 1 an, weil ich das ordentlich habe. Das weiß ist der Ton noch nicht so gut. So, und da war der Ton scheiße und ich habe es nie wieder angehört. Du gibst aber der Sache auch gar keine Chance, dass man vielleicht lernt ist und reinwächst. Ist halt schlimm, Alter. Aber das man Ding startet ist, doch nicht in die erste Folge rein mit komplett krasser Produktion. Nein, natürlich nicht. Aber das war wirklich schlimm. Es klang so wie heute bei uns. Und deswegen, ich möchte euch sagen, allen Lottas da draußen, bitte mobbt uns nicht. Dran und ich sag mal so, lieber so als kein, oder? Genau. Da müsst ihr euch jetzt mal überlegen, wollt ihr lieber so oder keinen. Außerdem können wir ja erzählen, dass wir in einem coolen, keine Ahnung, Schwimmbad recorden oder so. Weiß nicht. Ja, wir sind in so einer Church. Ja, so und eine Church. Weil wir hier gerade so schön am Labern sind. Weißt du, warum wir eine Church sind? Weil heute der erste Advent ist. Advent. Deswegen sind wir eine Church. Advent ein Lichtlein brennt. Weil wir machen heute so ein Weihnachtsding. So ein großes Weihnachtsding in eine Church. Oh, du fröhliche. Oh, du.
Ich wollte, Nina, ich wollte gerade sagen, also die On-the-Road-Folgen... Es macht aber auch sagen, Spaß, weil wir heute nur singen. On-the-Road-Folgen sind immer sehr chaotisch, weil wir ein bisschen tourdumm sind. Und ich wollte darüber sprechen, dass ich sehr viel Feedback bekommen habe auf meine Frage, die ich vor 2-3 Folgen gestellt habe, ob das stimmt, dass wenn man beim Pupsen die Arschbacken auseinanderzieht, der Furz dann leise ist, weil die Luft einfach komplett rausgeht und es nur so... Startest du mit richtig guten Thema schon mal rein. Und ich möchte nur sagen, weil ich weiß, dass alle HörerInnen so sind wie, toll, wir haben die rausgefunden, was ist eigentlich daraus geworden, bla bla bla. Ich habe sehr viele Meldungen dazu bekommen und sehr viele haben gesagt, Alter, es hat mein Leben verändert, das stimmt. Also es ist so, ich furze nicht mehr anders. Zum Beispiel eine Person liegt gerade im Krankenhaus, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, und hat gesagt, total unangenehm mit einer anderen Person im Zimmer, muss aber total viel furzen, weil Essen in Krankenhäusern, man kennt's. Und die hat diesen Trick angewandt und hat gesagt, Alter, ich bin die ganze Zeit am Furzen und niemand hört's. Und dann aber hat eine Hörerin uns einen Einwand geschickt und den habe ich dann auch gecheckt, weil die hat gesagt, ja, kann sein, dass das so ist, dass es leise wird. Kann aber auch sein, dass man weiß ja nicht, bevor der Furz rauskommt, ob das ein lauter oder ein leiser gewesen wäre. Und wenn du dann deine Arschbacken auseinanderziehst und der dann leise ist, denkst du so, oh wow, krass, der Trick funktioniert. Aber es kann ja auch sein, dass das der ja so und so leiser gewesen wäre. Ne? Aber ich glaube wirklich, der größte Teil der HörerInnenschaft hat gesagt, das stimmt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist so Fakt. Es wird Ausnahmen geben, wo es trotzdem laut ist. Und dann ist halt doppelt peinlich, weil du da stehst, deinen Arsch auseinander ziehst und alle, du denkst, du kannst es unauffällig machen, ziehst deinen Arsch auseinander, und dann stehst in irgendeiner Ecke, furzt übelst laut, alle drehen sich um und du stehst halt da, hast du furzt grade, und ziehst Achtung, deinen Arsch auseinander. Und du stehst gerade in der großen Halle und es macht und es halt auch. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast, dass ich früher, früher war ich in meinem Kinderzimmer und wollte Schlagzeug lernen. Ne? Und ich weiß, wer übt, betrügt und wer übt, fällt den anderen in den Rücken. Aber das wollte ich machen. Und dann, weil ich halt ein kleines Kind war, und da lässt man sich ja übelst leicht ablenken, saß ich am Schlagzeug und da habe ich halt so gemacht, so mit dem Mund gepupst. Und dann habe ich das übelst lang gemacht und immer so versucht, dass man quasi den Aufprall von dieses Spuckerieseln auf der Trommel hört. Saß ich einfach nur eine Stunde in meinem Zimmer und habe mit meinem Gesicht übelst Namen an der Trommel so. Ich dachte, du hast das Fell an der Trommel dran, weil wenn du da singst oder ein lautes Geräusch machst, wenn das Fell noch dran ist, dann macht das ja so ein. Dass du dann deswegen die ganze Zeit so. Ja, das ist das mache ich auch sehr gerne, die Trommel da so ein bisschen. Ja, aber das ist mir gerade eingefallen, da saß ich wirklich eine Stunde da und hab alleine so. Naja, keine Ahnung, warum sich niemand in mich verliebt hat in der Grundschule. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Vor allem das Ding ist, ich möchte immer so, und dann weiß ich aber, es klingt ein bisschen. Wir dürfen auch gar nicht lachen hier, weil es ist einfach unangenehm auch so. Deswegen, lass heute eine Folge machen, wo man gar nicht lacht. Das ist heute eine richtig ernste Folge. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Konzerte gespielt auf dieser Kummer-Tour. Ja. Und es ist voll süß, immer wieder auch HörerInnen zu treffen und so. Gestern zum Beispiel hatten Leute ein Schild mit, haben das hochgehalten und da stand drauf, Nina, zeig uns deinen Kariesballon. Ja. Wo ich natürlich dann die anderen Leute, die unseren Podcast nicht hören und im Publikum stehen, werden sich so denken, what the fuck, Alter, was ist das für ein wahnsinniges T-Shirt? Für ein wahnsinniges Schild. Und ich wollte ganz ehrlich sagen, so, wer will denn meinen Kariesballon sehen? Ich kann ihn noch nicht zeigen. Yeah. Das Ding ist, ihr wisst ganz genau, wenn der Kariesballon aus mir spricht, das ist meine unsichere Seite. So. Ich kann doch nicht, ihr wollt doch nicht live on stage einen Kariesballon wirklich zum Vorschein kommen. Aber vielleicht wollten die den auch wirklich, wirklich sehen, also buchstäblich den Kariesballon sehen. Weißt du, nicht den Kariesballon, der zu dir spricht, sondern den du hast oder slash hattest. Und da könnte man ja einfach mal mit so einer Kamera an den Zahn ranfahren und das dann über einen Projektor an diesen Würfel vom Kummer ranbiegen. Stimmt, ich frage mal Kummer, ganz gut. Ob der vielleicht Bock hätte, dass der das anpasst, dass die Show beginnt und mein Kariesballon ist auf dem Würfel, auf seinem Bühnenbild. Das sieht man ganz groß ein Foto von. Kann ich mal fragen, ich denke dann, das macht der. Und ich habe gestern beim Auftritt, also wir haben einen Song, der heißt, es könnte gerade nicht schöner sein. Na guten Morgen, wer den noch nicht kennt, Leute. Da haben einige Menschen Tampons auf die Bühne geworfen und ich habe einfach einen Tampon mitten ins Auge gekriegt.
während ich Gitarre gespielt habe. Und es tat richtig, richtig Ich habe auch krass einen richtig krass abbekommen am Oberkörper. Das tat richtig am weh. Am Oberkörper, wo denn genau? Das nach der Bühne, du hast bis von der Bühne runter hast gesagt, wo du getroffen es ist wurdest. Exakt. Und das, wirklich, das klingt jetzt wie ausgedacht. Es ist heute so eine, egal. Es ist exakt, wie die Person muss es mit so zwei Fingern geworfen haben, wie so ein Nein, Speer. Nein, das ist so ein Rohr. So ein oder, genau, oder so ein, so ein, so ein Rohr, so ein Spuckrohr. Weil der ist zielstrebig genau auf meinen Nippel. Also wirklich wie so. Und es tat übelst weh. Und ich glaube, es gibt auch Videoaufnahmen davon. Ich kann dir das dann mal zeigen. Aber deswegen, die Shows, die sind sehr schön. Wir waren auch an einem einen Tag, haben Nina und ich vergessen, uns Schlüpper mitzunehmen und mussten dann nochmal in den Laden gehen und einkaufen gehen, was übelst nervig war, weil man ja vor einer Show eh immer aufgeregt ist und so. Und da haben wir uns dann schöne Hüte gekauft, was mich dazu bringt, was mir ein Kumpel erzählt hat. Ein Kumpel von uns ist nämlich Karate-Trainer für ganz kleine Kinder. Und das sind so, die sind so 5 bis 9, also ganz klein. Ich glaube sogar jünger, so 3 bis 9 oder so. Und da gibt es einen Schüler und der hat immer jeden Tag einen anderen Hut auf. Also mal hat er so eine, wie heißt das, Banane? Eine Banane? Melone meinst du? Es gibt safe einen Hut, der Banane heißt. Jedenfalls, manchmal hat er so eine Melone auf, dann manchmal so einen Cowboy-Hut, manchmal so eine Schiefermütze. Eine Xavier Naidoo-Mütze. Dann eine Javier Nudai-Mütze, dann manchmal so einen Zylinder und so. Und immer einen anderen Hut, vor allem mit so 5 oder so. Also ich finde, das ist ja auch übelst, das zeugt ja übelst davon, dass er übelst gefestigt ist in seinem Style und in seiner Ausdrucksweise, weil das ist ja schon übelst schön, dass dieses Kind sich hat so ausdrückt. Hat er auch beim Karate? Genau, und da hat er nämlich gesagt, dass er dann vorher mal so, hier, Derek, den Hut müsste schon noch absetzen. Und der will den nämlich immer aufhaben. So ein 5-Jähriger in einem Karateanzug mit dem Zylinder. Und lässt er den dann auf? Das fand ich so süß. Lässt er den dann auf, der Derek? Ja, und da gibt es nämlich auch eine, hat er mir erzählt, die ist auch, keine Ahnung, die ist richtig klein und da gab es jetzt ziemlich Ärger, weil die Praktik immer auf dem Schulhof anwendet und kleine Jungs verkloppt. Wirklich? Ja. Dabei ist doch der Ehrenkodex bei Karate, dass man das nur nicht auf der Street im absoluten Notfall anwendet. Das darfst du nicht auf den Streets anwenden. Ja. Ich wollte mal ein bisschen ein größeres Thema eröffnen, was quasi sich dann wahrscheinlich ein bisschen zieht über die nächsten Folgen. Oh Gott. Na, weil das, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder irgendeine. Mir tut hier. Vor allem, du tust so, als ob ich Hypochondrin. Nee. Ich sag nur, das ist hier ein Feel-Good-Podcast und der Kariesballon, der grätscht uns oft genug dazwischen. Ich hoffe, es ist kein Krankheitsthema, was du jetzt rausholst. Nee, ich wollte sagen, ich habe hier so einen schuppigen Ausschlag auf dem Rücken und ich habe da so eine Frage, so eine war Zyste. Jemand, Lotta, kannst du mal kurz Arsch mit diese Zyste. Die Zyste dir angucken? Ja, okay, das wolltest du sagen. Ich wollte sagen, ich wohne ja allein und ich habe ein paar Probleme beim Alleinwohnen. Ja. Und sag bloß. Genau, ich werde dafür immer so ein bisschen gescholten. Und man muss dazu sagen, ganz kurz, Nina, ich wohne quasi genau in Wohnung an Wohnung. An eine, falls ihr jetzt denkt, so, was? Diese, das Ding also, ist, ich wohne allein, weil ich war so, ich finde es geil, allein zu wohnen und so. Ich möchte mein eigener, möchte mein Reich haben und so. Und es gibt so Sachen, die, wo ich weiß, dass und dann muss ich immer Freunde und Freundinnen in meine Wohnung holen und fragen so, hier irgendwas ist komisch. Also zum Beispiel, ich habe versucht, meine Küche einzurichten. Nee, ganz kurz, es fing viel früher an. Ich kann das ja jetzt mal aus einer außenstehenden Perspektive. Es fing an mit, okay, man hat eine Wohnung, was stellt man sich in die Wohnung? Da habe ich zu Nina gesagt, wenn du mal Freunde da hast oder mich, ne, vielleicht ein Sofa. Und Nina war so, hä, wozu brauchst du denn ein Sofa? Ich so, na, Filme gucken, irgendwas. Ja, kann ich ja mein Bett machen. Ich so, ja, aber. Und so ging das ungefähr bei jedem Möbelstück. Warum brauche ich ein Regal zum Sachen einstellen? Hä, kann ich doch auch auf den Boden schmeißen. Ja, aber ungelogen, bei jedem Möbelstück musste man so übelst so, ja, Nina, man braucht sowas, um sowas zu machen. Gesagt, und das Schlimmste ist es in der Küche, weil es ist das überhaupt nicht sagen. Dein Bereich. Ich habe ein Regal und also meine Sachen sind so, ich habe Sachen
und zu, ich habe zu wenig Möglichkeiten, die zu verstauen. Ja. Das heißt, wenn man einen kleinen Teller haben will, weil man einfach was essen möchte, ja, dann ist das ein Stapel und ganz oben auf dem Stapel ist ein Topf. Ja. In dem Topf sind 4 Tassen. Ja. Unter dem Stapel kommen Schüsseln, mhm, dann kommen große Teller, große tiefe Teller, dann kommt ein Schneidebrett. Ich krieg Haarausfall, während du das erzählst. Und dann kommen die kleinen Teller. Das macht, das heißt, wenn ich, wenn ich einen kleinen Teller holen will, muss ich diesen ganzen Stapel abbauen, um mir dann einen kleinen Teller zu nehmen. Und ich möchte mal ganz kurz dazu sagen, und das steht ganz logistisch unten. Ich weiß, es ist nicht clever. Das Kleinste. Aber ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich gucke, ich stehe manchmal in meiner Wohnung still, ich gucke in die Ecke und denke, irgendwas ist falsch, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Alles ist falsch daran. Aber du hast in dem, diese Sachen, die Nina gerade aufgezählt hat, stehen in, ganz unten, quasi im untersten Regal. Die Sachen, wo die am häufigsten ran muss, hat Nina am ganz weit weggestellt. Die Sachen, wo man fast nie ran muss, sind so auf Brustgreifhöhe. Dann, oh Alter, mich macht es so fertig, dass du nicht mal sagst, großer Teller zu mittlerer Teller zu kleiner Teller ist es sortiert, sondern dass die kleinen Teller unten sind und wie so ein, also Hexe-Baba-Yaga-Haus alleine dann den kompletten Stapel tragen. Ich habe irgendwie so, ich weiß nicht warum, wodurch, ob das so Sozialisation ist, ich möchte immer ungern Geld für was ausgeben. So. Hm. Das heißt, ich, und Lotta wohnt ja nebenan, das heißt, ich bin so, Hanna, ich brauche mir doch keinen Kartoffelschäler das holen. Ich kann doch einfach rüber zu Lotta gehen und mir den leihen. So. Oder ich, Alter. Ich brauche doch kein, ich brauch doch kein Backpapier. Ich kann einfach rübergehen und mir was holen. Und das ist ich so brauche doch keine Auflaufform. Ich kann doch einfach rübergehen. Ungelogen, ganz kurz. Und da möchte ich jetzt mal kurz den Trainer abschießen für unsere Kategorie, weil das braucht es jetzt. Ich möchte mich nämlich jetzt aufregen, Nina, über dich. Jetzt kommt die Kategorie. Kacken dreist. Das geht ja mal gar nicht. Und zwar ist es nämlich so, genauso wie du gerade gesagt hast, und wenn wir in dem Raum hier wären, dann würde ich jetzt blägen. Da würde ich richtig anblägen. Aber ganz ehrlich, ganz wie man in Sachsen sagt, zum Thema Schreien. Die Nina kommt jeden Tag, also ne, auch so mit, ja, alleine wohnen, selbstständig sein, ein bisschen Freiheit und so, heißt, die Nina schläft halt nicht in meinem Bett. Aber sonst ist, kommt die früh, kommt die rein, steht da und ist so, hallo, ich habe Hunger. Und dann sagst du immer so, hast du vielleicht eine Scheibe Brot? Und ich bin so, ganz kurz, nee. Und das ist nämlich kackendreist. Und das ist kackendreist. So, und dann, ey, yo, Leute, hat jemand von euch eine Scheibe Brot? Und das Ding ist nämlich, die Nina kommt jeden Tag die Woche und fragt jeden Tag nach einer oder zwei Scheiben Brot. Oh, Nina, lauter kannst du dein Getränk aufmachen. Ich erzähl gerade was. Die Nina fragt jeden Tag nach einer oder zwei Scheiben Brot. Und dann habe ich irgendwann, ich bin ja auch immer vorsichtig dann mit meiner Kritik, habe ich gesagt, hier Nina, würde ich mal, habe ich sie kurz beiseite genommen und habe gesagt, du, rein, ne? Ich habe dich gern, du bist meine Schwester, ich würde mein letztes Leibel würde ich für dich geben, aber wenn du jeden Tag zwei Scheiben Brot isst, dann ist das über die Woche schon ein Brot. Also du kannst auch, ne? Also nicht, es stört mich nicht, dass du das von uns nimmst, so, aber das würde sich schon rechnen, wenn du dir auch ein Brot holen willst. Weil Nina war so, also wenn ich eine Scheibe Brot am Tag esse, dann brauche ich ja kein Brot. Aber wenn du das die ganze Scheiße Woche hallo, hast, dann ist das ein Brot. Gib mir Raum, um mich zu rechtfertigen. Ich kapier's, ne? Ich esse nur manchmal eine Scheibe Brot. Und ich möchte, und ich, also erstmal, durch das meine ich mit Sozialisation, ich habe einmal dieses Ding, dass ich irgendwie nicht Geld ausgeben will für Sachen, weil ich denke, ich habe das nicht. Ja, aber Nina. Und zweitens möchte ich niemals in meinem Leben, ich habe eine unfassbare Angst davor, Lebensmittel wegzuwerfen. Das ist eine absurde Angst in meinem Kopf, dass ich was verkommen lasse. Nina, rate mal, wer gleich sozialisiert ist mit dir. Aber du wohnst in einer WG, wo Leute sind, die einfach einen ganzen Tag lang essen. Fressen. Und die essen all diese, die essen das alles weg. Nee, das und das, und manchmal bringe ich ja auch was rüber. Nee, und da geht es nämlich weiter. Stopp. Da bringe ich was aus meiner Wohnung, Nina, weil ich möchte auch was, auch was zurückgeben. Die Nina kommt euch rein und sagt, ich kann es gerade nachmachen, das ist so dreist. Die kommt rein mit so einer zerknüllten Plastiktüte und schmeißt es auf den Tisch und so,
Jo, ich mach los. Kannst du mal reingucken? Kann sein, dass geschimmelt ist. Und dann geht die und hat mir das war Rucola. Nee, und hast du Rucola. Verschimmeltes Rucola in meine Wohnung gebracht. Dann musste ich das wegschmeißen. Und du warst so, naja, zum Beispiel am Anfang auch so, da kommt die mit so einer Handvoll Plastikmüll gefühlt rein und schmeißt es weg. Also wirklich am Anfang, du hattest nichts in deiner Wohnung. Und hast immer gesagt, ja, ich brauche keinen Mülleimer, wenn ihr einen drüben habt gefühlt. Also das möchte ich mal kurz sagen. Und das war so, und das ist immer noch. Und so dreist. Ich bessere mich aber. Dann jemand, der mir nahesteht, hat mich dann quasi gezwungen. So, da waren wir im Kaufland. Und dann sind wir einfach in die Non-Food-Abteilung und ich war so, ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche doch keine Reibe, Alter. Und so, doch, du kaufst jetzt, die kostet nur 1,99 keine Ahnung. Gefühlt. Und so, ich brauche doch keine Kelle, Alter, ich kann doch einfach einen Löffel nehmen. So klar, man muss ein paar Mal öfter den Alter, Löffel nehmen, ungelogen. Aber eine Kelle brauche ich doch wirklich. Und das und ist nämlich das, was ich immer... musste mich zwingen, ja, diese Sachen zu kaufen. Und mit dem Brot... Ja. Da hat die Leute zu mir gesagt, naja, wenn du Angst hast, dann friert er das doch ein, das ja. Brot. Und dann habe ich der Lotte erklärt, dass in meinem Kühlschrank ist ein Brot, das ist eingefroren und ja. Das ist aber nicht in Scheiben geschnitten, sondern ja. Das ist einfach ein Block Brot. Weil ich dachte, okay, alle frieren doch das Brot ein und ja. Habe einfach so ein riesig, also wie so ein Ziegelstein liegt in meinem Kühlschrank. Ich weiß, ich kann ja nur eine Scheibe abschneiden, wenn ich erstmal 2 Stunden, bevor ich was essen will, dran denke, ah, ich muss jetzt das Brot raus tun, damit ich in 2 Stunden eine Scheibe abschneiden kann. Zweitens muss ich das ja dann auftauen lassen, um das dann zu schneiden und dann wieder einfrieren. Ja, und das immer ist nur, ja, du musst das geschnitten einfrieren, Mann. Ja, das habe ich nicht gewusst. Oh, das hat mir doch niemand gesagt. Nina, und vor allem, ich sage dann auch immer zu Nina, live a little, tu dir mal was Gutes. Dieses, immer dieses, man kann ja auch mit einem großen Löffel umrühren. Ja, aber es ist doch einfach... Es gibt doch nichts Schöneres als mit einem Holzlöffel, der unten, der perfekt ist. Einfach ein Holzlöffel, der ist dafür da, Dinge in der Pfanne zu wenden oder umzurühren. Es gibt nichts Schöneres und natürlich kann ich das theoretisch auch mit einem Löffel machen, aber da geht es um Lebensqualität, Nina. Einfach mal live a little. Letztens hat die Lotta bei mir gegessen, da haben wir uns beide was, ein Sub geholt, ein veganes Sub. Haben wir getestet, ja. Und dann wollte ich nicht, dass die Lotta einen Teller nimmt, von ganz unten von meinem Stapel und dachte so, hey, na, lass doch Papier drunter, Alter, also du musst jetzt nicht noch einen Teller nehmen. Ja. Und Lotta wollte aber unbedingt, bla bla. Und dann hat sie, den Teller unter das Papier getan und das Papier so um den Teller gewickelt. Das ist aussah wie ein Teller. Dass er quasi sauber war, ja. Und man den dann einfach wieder in den Schrank. Ja. Und das hat mir gefallen. Ja. Das fand ich geil. Ich kann mich da auch gut anpassen, aber das Ding ist einfach, ich rede wie gegen eine Wand. Und ich habe lange dich machen lassen, ne? Ich habe da immer gesagt, gut, dann gucke ich mal, zum Beispiel sowas wie, die Nina hat nämlich auch, auch eine tolle Sache, so benutztes Geschirr dann auch gerne mal bei uns im Geschirrspüler gewaschen, weil ich wohne alleine. Ich krieg doch den Geschirrspüler nicht voll. Dann kommt die mit ihrem dreckigen Geschirr zu mir rüber und wäscht das bei mir. Wo genau dasselbe Prinzip. Wenn du jeden Tag eine scheiß Kaffeetasse bei mir im Geschirrspüler wäschst, dann kannst du einfach nach 2 Tagen auch mal einen eigenen Geschirrspüler. Ich werde ganz kurz. Kannst du ein bisschen mal so dich entspannen, ey? Oh, ich mach das mal, so fertig. Mach dich mal locker. Sei doch mal da, ey. Und das Problem ist, die macht das ja nicht mal, die Nina, ne? Jetzt mal die macht das ja nicht mal, weil die böse ist oder so, sondern einfach wirklich, und das fasse ich, ich bin überzeugt davon, weil die es nicht besser weiß. Nee. Doch, du das weißt klingt so, als ob ich dumm wäre. Aber ich würde dir nie unterstellen, aber was diese Wohnung, da habe ich an dir Seiten entdeckt, da bin ich so, also. Ich lerne ja noch viel. Wo kommt das her? So, es hat sich jetzt, also ich mache sehr langsam, hast du noch was? Ja. Ich mache langsame Sprünge, was ist denn jetzt noch? Ich glaube, nee, weißt du nämlich, woran das liegt? Ich habe dich dein Leben lang verhätschelt. Ich habe da Nina immer Sachen gekocht, gebacken und ich mache das übelst gerne. Ich liebe das, ne? Ich backe und koche übelst gerne. Und ich halt gar und nicht. Und ich freue mich übelst sehr. Und Nina halt gar nicht. Und dann hat Nina zu mir gesagt, so, Mann, ey, toll. Ich habe jetzt hier gekocht und ich wollte hier so Rosenkohl machen, wie unsere Mutter den immer macht. Und der schmeckt übelst scheiße. Der schmeckt überhaupt nicht so, wie die den immer gemacht hat. Und ich so, okay, gib mir mehr Infos. Was hast du so rangemacht? Na, nix. Und da hat die einfach nur den TK-Rosenkohl halt im Wasser gekocht und nichts rangemacht und wundert sich,
dass der nicht nach, also dass der nicht so schmeckt wie bei uns zu Hause, wo ich so denke, na Mäus, da, also da, ich weiß überhaupt nicht. Und ja, dann immer so, in dem Rezept steht nicht, wie viel Salz rein muss. Du Arschloch, du bist ein Arschloch. Mann, ey Leute, ich bin so fertig. Ich brauche einfach, ich muss das noch, ich lerne das noch. Ich habe jetzt schon wirklich, ja. Kochen geht ja. langsam ja. in eine gute muss Richtung. Ich sagen, ja, doch. Habe ich jetzt auch immer mal gekocht. Mhm. Oh, jetzt ruft mich der Johann an. Scheiße, stimmt, wir spielen ja gleich. Wir sitzen hier in unserer Auftrittskleidung. Das, ganz ehrlich, gestern jetzt nochmal wegzukommen und jetzt ging es gerade nur um meine schlechte Seite, jetzt gehen wir nochmal auf unsere beiden schlechten Seiten. Mhm. Lotta und ich wir spielen ja immer den Auftritt mit Blond und dann haben wir noch einen Feature-Part bei Kummer im ja. Set. Also wir sind nach dem Auftritt runter, nach unserem Blond-Auftritt, sind in unseren Backstage und da war ein Fernseher, da haben wir wollten kurz chillen und ja. wollten einfach kurz das Adventssingen vom Florian Silbereisen, ja, so eine Show angucken, so eine Schlagershow. Da war Andrea Berg zum Beispiel zu Gast oder ja. so. Oder die No Angels. Haben wir kurz geguckt und so, und irgendwann waren wir so angefixt vom Fernseher und waren dann, irgendwann kam plötzlich in uns reingefahren so ein Blitz und wir waren so, und dann so, fuck, wie lange sitzen wir schon hier? Ja. Keine Ahnung. Und da hätten wir beinahe, wären wir zu also spät wirklich? Zur Bühne gegangen, um ja. bei Kummer den Feature-Part zu machen. Das war so weil absurd, wir, so, es ist mir noch weil nie der passiert. Fernseher ja. uns so beansprucht hat, weil wir so gefesselt waren, ja, weil wir als Kinder nie Fernsehen gucken durften und deswegen, wenn irgendwo ein Fernseher läuft, dann bin ich weg. Es kann mich niemand ja. mehr ansprechen. Das hatten wir schon mal. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass wir oben jetzt unseren eigenen Auftritt verpassen. Genau, wir müssen wirklich jetzt. Leute, ich mache die Abmod. Sorry, dass wir jetzt so, wir haben euch jetzt in ein Thema reingeschmissen und gleich wieder rausgezerrt und ihr seid wahrscheinlich heute verwirrt, hinterlassen wir euch nach dem Podcast. Ist aber leider so, weil es ist eine On-the-Road-Folge, damit müssen wir und ihr leben. Auch mit der Akustik. Auch mit der Akustik, das ist wirklich unangenehm, das machen wir nicht nochmal. Ja, es tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Und sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 79 des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, im Podcast von Nina und Lotta, euren zwei Lieblings-Sisters. Und haltet den Nacken steif, frohen ersten Advent, der ist dann schon vorbei, aber kommt gut in die Weihnachtszeit rein, Leute. Und wir müssen jetzt hochrennen und unseren Auftritt spielen, weil ich habe das Gefühl, kommst du spät. Die Bühne bleibt sonst gleich leer. Deswegen danke fürs Zuhören, Leute. Ciao, 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 ciao. Laufe durch die Straße mit meinem neuen Bling, Bling und eine ziemlich leise macht mir einen Film. Sie sagt, ich sag, aha, girl, hi. Sag dein Boy, dass du B bist, lass mich dein Girl sein. Aha. Ciao, Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Mädels. Ciao, Mädels. Bye.